Internationaler Tag der Menschenrechte, jedes Jahr am 10. Dezember. Auch in Wetzlar wollen wir diesen Tag nicht vergessen. Dieses Jahr etwas anders. Wir treffen uns auf dem Domplatz und wollen tanzen. Tanzen aus Solidarität. Für die Menschen, die nicht immer im Rampenlicht stehen. Tanzen im Winter auf dem Domplatz zum Tag der Menschenrechte? Ihr werdet jetzt eine Anleitung von Michel und Luisa sehen und ihr werdet merken, dass das auch Spaß machen kann. Übt schon ein bisschen für nächsten Donnerstag und dann kriegen wir das hin. Links, rechts, Shuffle, 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 Shuffle. 1, 2, 3, 4. Links, rechts, Shuffle, 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 Shuffle. Und nach dem Seitschritt ein Kreuzschritt, gekreuzt, und man schließt ab mit einem Tipp, geht dann wieder zurück nach links, endet mit einem Tipp und geht dann nach hinten. Links, rechts, Shuffle, 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 Shuffle. Herzliche Einladung an alle, auf den Domplatz zu kommen. Kommt mit Maske, haltet Abstand und setzt mit uns ein Zeichen für die Menschenrechte hier in Deutschland und in der ganzen Welt. Jerusalem, Ikayalami,